Und herzlich willkommen bei einem neuen Spiel City Skylines mit einer neuen Karte, die ich selbst gebastelt habe. Ich habe mir quasi eine Nordfriesland inspirierte Karte gebaut, die hier vorne ziemlich flach ist. Wir haben hier ein Meer, wir haben hier quasi sowas ähnliches wie den Hindenburgdamm auf eine kleine Insel dort vorne. Wir haben hier Felder verschiedener Rohstoffe, so ein paar kleinere Seen. Und hier auf diesem Feld werden wir unsere neue Nordfriesland-inspirierte Stadt bauen, die wir Tönnebüll nennen werden, wie hier unten zu sehen ist. Okay, und ich habe nebenbei einen Ortsplan einer typischen Ortschaft in der Gegend aufgeschlagen und werde versuchen, mich daran zu orientieren. Und damit das Ganze dann einigermaßen, geht noch nicht, damit das Ganze dann einigermaßen stilecht aussieht. Ich habe auch einige Gebäude runtergeladen und ich habe auch ein bisschen mit Distrikt Stilen experimentiert, allerdings funktioniert das alles nicht so gut. Darum werde ich jetzt schrittweise vielleicht neue Assets in das Spiel laden, je nachdem. Also dann jedes Mal, wenn ich dann wieder neu lade. So. Haben wir hier. Ach ja, was ich auch gemacht habe, ist, ich habe die Datenbank des Spiels mit lauter Straßennamen aus Nordfriesland gefüttert. Da sind Straßen bei aus Süderlügum, aus Nibel, aus Leck, aus Bredstedt, aus Westerland und anderen Städten auf Sylt und von Föhr und Amrum. Und sogar aus St. Peter-Ording welche und Husum. Also haben wir alles da. Und mal schauen. Hier zum Beispiel Terpstich und Siemensstraße. So. Das geht schon ganz gut. So, das ist unsere Autobahnauffahrt. Die machen wir jetzt und dann fangen wir erstmal an mit dem. Nehmen wir mal eine normale Straße hier für unsere Hauptstraße. So, es geht hier hoch und dann müssen wir irgendwie ans Wasser. Gehen wir hier mal gerade drauf zu. Können wir eigentlich auch die nehmen dann, ja. So, und unser erstes Wohngebiet machen wir dann hier. Das ist zwar mitten in Farmland quasi, aber das macht erstmal nichts. Wir haben jede Menge Farmland hier noch, wo wir dann nachher Felder machen können. Also versuchen wir mal hier ein Wohngebiet abzumachen, das einigermaßen typisch aussieht. So. Das sieht nicht so gut aus. So. So. Rio-Reiser-Straße. Gut, die gibt es hier nicht, aber ich dachte mir, es könnte sie geben. Und die Norderbergstraße. Okay, und hier geht der Terpstich weiter. So. Und dann machen wir hier eine kleine Sackgasse. So. Ja, die Industriestraßen können wir noch nicht, wa? Ne, gibt es noch nicht. Na gut. Versuchen wir mal hier raus eine kleine
Sackgasse zu machen, sehr gut. Dann machen wir hier noch zwei kleine Straßen von ab. Gehen dann hier vielleicht runter. So. Okay, das sieht ja schon irgendwie nach einem Wohngebiet aus. Können wir hier noch eine Gabelung reinmachen? Obwohl, lassen wir das erstmal. So, was jetzt am wichtigsten ist, ist, dass wir für Wasser sorgen. Hier. Und für Abwasser, das machen wir mal hier hinten hin. Also ein bisschen den Straßen folgend, damit wir dann, wenn wir später an das Gebiet anbauen, dann auch gleich eine Verbindung hinkriegen. Gut. Und dann brauchen wir Strom und für Nordfriesland natürlich als allererstes ein paar Windmühlen. Und dann könnten wir nachher auch noch Solaranlagen bauen, aber das machen wir später erst. So. Hier ist noch ein alter Friedhof im Weg. So. Dann fangen wir mal hier mit an mit der Einkaufsstraße. Das ist erstmal hier. So. Und dann können wir hier ganz viele Wohngebiete einfügen. Das können wir dann später eventuell noch ausfüllen mit. Na, wo haben wir das? So. Das sieht schon so gar nicht schlecht aus. Wer will da wohnen? Das machen wir lieber noch zu im Laden hier. Okay. So. Okay. Ist die Frage, wo wir dann unser erstes Industriegebiet nachher hinbauen. Aber erstmal müssen wir auch gucken, dass der Strom die Häuser hier erreicht. Gehen wir mal hier durch. Können wir dann später löschen. So. Osterholz, Ketelsburger Weg, Kampende. Ja, also die Straße, das mit den Straßennamen gefällt mir, weil sonst ist es immer irgendwelche komischen Namen von irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt hier. Und Moorwinkel, ja, passt doch gut. Das ist die Norderbergstraße. Okay. Jetzt brauchen wir ein Industriegebiet. Wo bauen wir das hin?
Vielleicht auf diese Seite hier. So, bauen wir hier mal Industrie rein. So. Kann man ja nachher alles noch umsetzen. Aber Strom brauchen wir hier auch. So. Das reicht erstmal. Wikingerstraße, okay. Pommernweg. Keitemer Süderstraße. Wikingerstraße ist mehr so ein Wikingerring. Wie sieht unser Verkehr aus? Noch ist alles in Ordnung hier. Also mit den Häusern ist so eine Sache, also hier so Fachwerkhäuser gibt es in Nordfriesland nicht allzu viele. Mehr so Reetdachhäuser, aber ich habe keine gefunden. Also müssen die Fachwerkhäuser herhalten. Das sieht dann noch irgendwie dörflich genug aus. Ein kleiner Weiler, sehr gut. So, wo bauen wir die Arztpraxis und die Schule hin? Ja, hier ist noch nichts. Und hier ist jede Menge frei. Also warum bauen wir hier nicht? Noch eine kleine zweite Sackgasse rein. Und dann hier die Schule hin. Obwohl die Schule sollte eigentlich eher zentral sein, wenn wir hier weitere Wohngebiete dran machen, dann müsste die Schule vielleicht hier hin. Das ist vielleicht eine Idee. Aber die Arztpraxis, weil wir davon wahrscheinlich sowieso mehrere bauen, die stellen wir hier hin. So. Dann brauchen wir Müll. Beziehungsweise Müllentsorgung. Warum machen wir das nicht hier? So, am Rande des Industriegebiets. Hm.
Nehmen wir gleich Recycling. So. Und wir brauchen mehr Industrie. Sehr schön. Das sollte erstmal reichen. Ja, da fahren die Müllwagen los. Sehr schön. Wir können fast schon wieder das Wohngebiet vergrößern. Ne, wir haben noch genug, ne? Wir haben noch genug, ja. Und dann könnte man hier hinten anbauen vielleicht. So vielleicht. Okay, es wird über kurz oder lang. Wenn sich die Bevölkerungsdichte hier erhöht hat, wird es zu Verkehrsproblemen kommen. Aber dann müssen wir die Straße halt upgraden zu etwas breiterem und den einen oder anderen Kreisverkehr hier reinbauen. Was wir schon mal machen können, ist den Terpstich zu einer Vorfahrtsstraße machen hier. Sehr viel. Das sieht sogar fast aus wie so ein riesiger Bauernhof direkt daneben, so eine kleine, wie sagt man, Fachwerkkarte. Und wir sind im Plus, was das Geld angeht. Nicht, dass das groß was ausmachen würde, weil wir spielen momentan sowieso mit unendlich Geld. So, Polizeirevier. Auch vielleicht eher ein bisschen zentraler. Hier zum Beispiel, auf die Seite. Direkt an die Hauptstraße ist eigentlich nicht gut, weil das generiert zu viel Verkehr, aber hier ist gerade noch nichts. Bauen wir hier mal eine kleine Seitenstraße, wo wir die Polizei reintun. Und zwar nehmen wir die hier. So, und was ist mit der Feuerwehr? Wir könnten hier das technische Hilfswerk hinsetzen. Ne, passt nicht. Müssen wir Läden abreißen. Das machen wir mal jetzt nicht. Obwohl hier passt das gut hin. Machen wir das hier. Sehr gut. In der Waldstraße. Okay.
Hier können wir vielleicht auch noch ein paar Wohngebiete hin tun. Und hier noch ein paar Läden. Schaden wird es nicht. Dirkstraße, okay. Das ist eine aus Sylt, also von Westerland. Von Winter. Aus Westerland von Sylt. So rum ist richtig. Oh, wir können auch ein paar Baudenkmäler bauen hier. Haben wir zum Beispiel schon eine Kirche. Kino. Hier vielleicht eine Kirche. Hier haben wir ein paar Kirchen. Eieiei. Zu wenig Strom. Okay. Was wir jetzt machen ist, wir haben ja hier schon jede Menge Solarstrom. Wir machen die Straße hier weiter in die Richtung. Wollen wir hier eine Brücke schon bauen? Ne, brauchen wir noch nicht. Und bauen hier. So, das habe ich jetzt zwar die Verbindung abgerissen, aber macht nichts, weil jetzt bauen wir hier nämlich eine Solaranlage, eine größere Photovoltaik und so. Das Terrain ist ein bisschen sehr uneben. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber was soll's. Wie heißen die Straßen hier? Achso, das ist immer noch Norderbergstraße, weil das ist immer noch die gleiche. Okay, das ist sehr sparsam mit Straßennamen hier. Warum ist da immer noch jemand ohne Strom? So, alles angeschlossen jetzt. Ja, jetzt geht's auch. Gut. Also das könnte ja auch noch in diese Richtung eine Art Hauptstraße werden, oder? Ich meine, hier wohnen jetzt schon Leute dran. Also sollte ich vielleicht hier nicht zu viel Verkehr generieren. Können wir mal hier noch eine... Warte mal. Den können wir doch mal eben da wegschieben. So. Und jetzt hier eine Straße durch. Jetzt geht das ja. Sehr gut. Machen wir das unsere Stadtstraße. Da könnten wir zwei Einbahnstraßen nehmen, um den Verkehr hier aus dem Wohngebiet ein bisschen zu kontrollieren. Hier raus aus der Mitte und hier rein. So. Ich weiß nicht, ob das verkehrstheoretisch so gut ist jetzt, aber probieren wir es einfach mal. Und dann wird hier werden dann die ganzen Gebäude der Stadt hingebaut, so das Rathaus und Thomaskirche ist vielleicht ein bisschen zu viel.
Beethoven Memorial. Hier, kleine Holzkirche, so. Ja, können wir schon mal unsere typischen Supermärkte hier an die Einkaufsstraße bauen, obwohl, bevor wir das machen, sollten wir die vielleicht upgraden, würde ich mal tippen, oder? Ich meine, der Verkehr kommt noch einigermaßen gut zurecht, aber wir können ja schon mal von unten anfangen. Ist sechsspurig nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Reicht nicht vierspurig erstmal? Müssen wir hier die Läden abreißen? Haben wir hier irgendwas, was hier gut reinpasst? Winzige Kleinstadt. Jetzt können wir Parks machen. Sehr gut. Okay. Convenience Shop. Und Edeka. Aktivmarkt Naumann. Zwei Edekas. Cramburger. Ja, und hier unser Indust. Ich glaube, jetzt könnten wir auch Land- und Forstwirtschaft machen, oder? Ich meine nicht, dass das hier die richtige Gegend zu wäre, aber man könnte hier ein bisschen was in den Wald verlegen. Allerdings ist hier so eine Schlossruine im Wald und das wird einen guten Stadtpark abgeben. Okay, wir werden erstmal diese Straße verbreitern. Die hätten wir vielleicht gleich breit machen sollen, aber hinterher ist man immer klüger. So, dann müssen wir die Kirchen da wegnehmen. So, schwupp. Schwupp. So. Oh je. Stromverbindung gekappt. So ist besser. Und dann würde ich einfach mal sagen, könnten wir nicht die auch alle verlegen? Dann die Straße verbreitern und die alle wieder zurücklegen? Könnten das zumindest versuchen, ne? Nein, die Straße will ich nicht. So, zack, zack. Dann legen wir das mal nämlich auf diese Seite. Auch nicht geht das. Warum will er hier nicht hin? Komisch. Das Not tut, die alle so einzeln hier zu verlegen, weiß ich gerade nicht, aber. Was macht man nicht alles hier?
Gut. Es wird mir zu püsselig, glaube ich. So. Die kommen schon wieder mit ihren Edeka-Märkten. So. Ach so, man kann ihn nur in die Gebiete reinlegen, die auch wirklich für Commercial Zones da sind, was? So ist das also. So, und der kommt hier hin, okay. Der wird umgedreht, kommt dann hier hin. So. Dann mal schauen, ob die lange stehen bleiben, die Häuser hier. Den Edeka-Markt hat nur hier nicht einen. Ein Edeka-Markt, nee, doch, da hier. Den stellen wir natürlich, weil der natürlich wunderbar ins Stadtbild passt. Machen wir den unter Denkmalschutz hier. So. Dann schauen wir mal. Naja, guck mal, die werden schon alle umgebaut hier. Sehr gut. Dann gucken wir mal, ob wir mittlerweile Friedhöfe können wir noch nicht bauen, ne? Nein. Was ist das hier? BTB Body Collection. Collects the dead. Also has a small gravestone workshop and grave diggers post. Okay. Krematorium, okay. Hier haben wir noch eine kleine Kirche, die könnten wir hier noch einsetzen irgendwo. Ohne was abzureißen? Geht das ohne was abzureißen? Hier hin. Zack. Kleine Kirche. Ah, die beiden haben jetzt natürlich kein Wasser. Was kommt davon? So, genau, Arzt hatten wir nicht, aber vielleicht haben wir jetzt eine Highschool. Ja, haben wir. Okay, also hier ist die Schule. Könnten jetzt hier so ein Schulzentrum abbauen. Das wäre vielleicht eine Idee. Hier so hinter den. Oder hier in der Mitte. Dass ich könnte ich damit mit Fußwegen verbinden. Baue ich hier so eine Querstraße hin. Hole die Schule hierher. So. Und hol mir auch die Highschool hierher. Wollen wir gleich die nehmen? Oder eine etwas bescheidenere? Ich glaube, nehmen wir gleich die große. Das hat halt, sorgt für ein bisschen Charakter in der Stadt. So. Goodie. Obwohl, das ist zu nah dran. Ich wollte das ja mit Fußwegen verbinden. So. Gut. So, schauen wir mal, was haben wir denn da für Fußwege?
Hier zum Beispiel. Okay, hier ist jetzt kein... kein Fußgängerüberweg, aber das kriegen wir geregelt, glaube ich. Da müssen wir nur hier eine andere Straße reinbauen. Ne, geht nicht. Wir müssen hier... So. Jetzt bleiben die hoffentlich. Nee. Warum bleiben die Zebrastreifen nicht? Oh wow, das ist ja auch eine Gegend hier. Hauaha. Okay, wollen wir gucken. Dann müssen wir halt die kleinen Straßen von den Ecken aus hier, wo die Zebrastreifen sind. Bringt aber auch nichts, wenn da kein Zebrastreifen ist. Ne? Also müssen wir hier wieder so ein kleines Sackgassenspiel betreiben. So. Und wieder so ein Stückchen hier. So. Okay. Jetzt aber. So, jetzt könnten wir hieraus so einen Park machen. Aus dem Gebiet hier unten. Das ist zwar kein offizieller Park, aber... Oder wir könnten auch einen offiziellen Park draus machen. Ah ne, das ist ein Stadtviertel. Chester Stadtpark, also da haben wir noch keine. Das ist der Schulpark. So. Und da wollen wir drin haben. Warte mal, dann nehmen wir halt doch die normalen Parkwege und das. Wo haben wir den hier? Chester Schulpark. Genau. Kleiner Park, Haupttor. Das Haupttor machen wir mal hier in der Mitte. Und hier auf diese beiden Seiten. Was? Ort ist bereits belegt. Wie kann das sein? Oh, hier könnte ich. Okay. Gut. So, wie heißen die Straßen hier eigentlich? Das ist Norderbergstraße. Das ist die Boll-Nielsen-Straße. Okay. So, wo bauen wir hier? Zack. Park-Infostand hier. Park-Toiletten. Die können wir direkt hier hinbauen. Und ein Café würde auch noch hier rein. Eieiei. Das ist ein ganz schön überfüllter Park, aber macht ja nichts. So, ein paar Bäume könnten wir hier auch noch reinstellen und vielleicht machen wir hier doch einen Zaun hin. Um das alles, damit das ein bisschen aufgeräumter aussieht. Oh.
So. Jetzt können die Kinderchen kommen. So. Was wir hier jetzt noch machen können, ist ein paar Bäume hintun. Mann, Mann, Mann. Jede Menge Bäume. So. Ja. Okay, oh meine Güte, 40 Minuten schon. Dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Und es geht dann beim nächsten Mal weiter, wenn wir versuchen, vielleicht ein bisschen saubere Industrie zu machen oder so. Mal sehen. Wir gucken mal, was wir hinkriegen. Aber zumindest für Highschools haben wir jetzt gesorgt und alles. Und so weiter. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Like das Video, wenn ihr das mochtet und schreibt vielleicht einen Kommentar, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Und ja, und subscribe dem Kanal. Wäre auch eine Idee. Bis dann. Tschüss.